Der verlorene Sohn. Ein reicher Mann hatte zwei Söhne. Er liebte sie beide gleich, aber trotzdem fühlte sich der zweite Sohn immer wie der zweite und nie gleich mit seinem älteren Bruder. Eines Tages sagte der jüngere Bruder zu seinem Vater, dass er den elterlichen Hof verlassen und in die Welt ziehen mochte. Damit er sich das leisten konnte, verlangte er von seinem Vater, dass der ihm die Hälfte des Besitzes auszahlt. Er, als einer seiner zwei Söhne, habe ja ein Recht auf sein Erbe, und da er nicht mehr da wäre, wenn sein Vater stürbe, wollte er die Hälfte des Erbes sofort. Der Vater verkaufte einige Ländereien und gab dem Sohn die Hälfte seines Erbes. Der Sohn bedankte sich und reiste sofort ab. Der Sohn zog in die Stadt, und da er nun reich war, gab er das Geld mit vollen Händen aus und lebte in Saus und Braus. Aber weil er nur Geld ausgab und keines verdiente, war das ganze Erbe bald aufgebraucht. Nun kam auch noch eine Hungersnot über das Land, und der Junge musste arbeiten gehen, um etwas zu essen zu verdienen. Als er für einen Bauern Schweine hütete, dachte er sich, dass der niedrigste Tagelöhner auf dem Hof seines Vaters mehr verdiente und besseres Essen bekam als er selbst bei diesem Bauern. Also machte er sich auf den Weg nach Hause. Er plante, seinem Vater zu sagen, wie dumm er gewesen sei, dass er es nicht mehr wert sei, sein Sohn zu sein, und dass er ihn bat, als einer seiner Tagelöhner für ihn zu arbeiten. Er war gerade auf dem Hof eingetroffen, als sein Vater ihn von Weitem sah und sofort auf ihn zugelaufen kam. Der Vater nahm seinen Sohn fest in die Arme, küsste ihn und weinte vor Glück. Der Sohn aber begann zu sagen, was er zu sagen hatte. »Vater, ich habe alles falsch gemacht und habe die Hälfte deines Besitzes ausgegeben und bin nicht mehr wert, dein Sohn zu sein.« Der Vater aber rief zu seinen Knechten, »Bringt frische Kleidung und Schuhe für meinen Sohn und bereitet ein großes Fest vor. Dies hier ist mein Sohn. Er war tot und ist jetzt wieder lebendig. Er war verloren und nun ist er wiedergefunden worden. Lasst uns feiern.« Und sie feierten ein großes Fest. Als der ältere Bruder von der Arbeit auf dem Feld zurückkam und sah, dass der ganze Hof feierte, fragte er einen der Knechte, was los sei. Er hörte von seinem Bruder und wurde sehr wütend. Er wollte nicht einmal auf das Fest gehen. Sein Vater kam zu ihm und fragte, warum er nicht auch feiern wolle. Der ältere Bruder sagte, »Die ganzen Jahre habe ich alles getan, was du wolltest, und wenn ich mit Freunden feiern wollte, hast du nie etwas dazugegeben. Jetzt kommt mein Bruder wieder her, nachdem er unseren halben Besitz verprasst hat, und du gibst ihm sofort ein großes Fest.« Da sagte der Vater, »Mein Junge, du warst die ganze Zeit hier bei mir, und alles, was mir gehört, gehört auch dir. Jetzt sollst du fröhlich sein, nicht nur mein Sohn, sondern auch dein Bruder war tot und ist jetzt wieder lebendig, er war verloren und nun ist er wiedergefunden worden.«